Was geht ab, meine lieben Freunde? Ayen hier und herzlich willkommen zur 40. Folge der Serie auf Rille zum Titel! Woo! Ja, Leute, heute geht's mal weiter mit WWE. Die letzte Folge war ja ein Royal fucking Rumble. Dort haben wir nämlich hier alle Teilnehmer drin gehabt, die auch beim echten Royal Rumble dabei gewesen sind. Und das kam richtig gut bei euch an, Alter. Über 80.000 Klicks, Feedback war super. Und das ist auch, denke ich, mal eine gute Abwechslung zur Karriere. Und das können wir, denke ich, mal auch ab und zu mal bringen. Demnächst auf jeden Fall mal mit Kollegen und nicht alleine. Alleine war es aber auch mal cool so als Abwechslung. Und ja, ich habe euch letzte Folge gefragt, wie wir die Rivalität gegen John Cena gewinnen können. Weil wir haben ja Rivalenpunkte von minus 13. Oder hat John Cena die Rivalenpunkte? Da müssten die mal ein bisschen besser hier zeigen. Aber ich glaube, wir haben die John Cena hat Rivalenpunkte minus 13. Sieht so aus. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber jetzt kommt die sehr, sehr gute Nachricht. Und zwar, wir müssen nicht die Rivalität gegen ihn gewinnen, sondern es reicht, wenn wir das Pay-Per-View gegen ihn gewinnen. Und dann haben wir nämlich den Titel. Und das reicht ja auch. Rivalität ist am Ende scheißegal. Aber natürlich will ich sie trotzdem gewinnen, ne? Keine Frage. Und ja, wir machen jetzt hier weiter mit dem nächsten Kampf. Beziehungsweise gucken erstmal die Aufgabe der Authority zeigen. Ein 5-Sterne-Match und verliere gegen Finn Balor. Auf jeden Fall steht erstmal zur Rede stellen Rivalen-Promo. Ich denke mal, wir werden erstmal hier bei Fähigkeiten unsere Sachen hier. Ne, wo war das denn? Bei Eigenschaften? Ne, bei Talente, genau. Wo war die Scheiße? Will mich verarschen oder was? Hier, genau. Hier gibt es ja so ein paar Sachen, die man nehmen kann. Auge in Auge, okay, das haben wir doch noch drin, dann passt das ja. Hier steht nämlich zur Rede stellen Rivalen-Promo. Also erstmal werden wir uns jetzt bestimmt beefen hier. Wir klicken mal drauf. Was gibt's denn hier alles, Alter? Wir gucken erstmal hier. Okay, die beiden kämpfen, die beiden. Hier, Promo-Showtime haben wir hier. Wir haben hier eine Promo-Showtime. Wie viele Promos haben wir denn, Alter? Was hat das zu bedeuten? Und John Cena will mich zur Rede stellen. Hat uns aufgeboten. Stell mal vor, der will die Rivalität jetzt beenden, Alter. Das werde ich aber nicht zulassen. Weil nicht, dass er sich irgendwie verkriechen will, keine Eier mehr hat und dann sagt so, nee, kein Bock mehr auf Rivalität, weil er seinen Titel nicht verlieren will. Stellt euch das mal vor. Unser nächster Gegner ist Finn Balor auf jeden Fall. Gegen den werden wir auch kämpfen, denke ich mal gleich. Aber wir klicken jetzt erstmal weiter und schauen, was uns erwartet. Und Heavy Rain kommt natürlich später auch noch, Leute. Ja, würde ich sagen, los geht's. So, Leute, John Cena kommt in den Ring, denn er will uns zur Rede stellen. Was hat das zu bedeuten, Mann? Ich bin gespannt. Also ich werde versuchen, jetzt ihm mein Bestes zu geben. Er zeigt schon so Richtung Ring raus. Will uns, glaube ich, hier reinrufen oder sonst was. Aber ich glaube, das ist nichts Gutes, was er hier vorhat, Alter. Ich glaube irgendwie, das vor, die Rivalität zu beenden, Mann. Stell mal vor, eure Beziehung hat sich so gut verändert. Ich werde den sofort wieder zur Rede versuchen zu stellen. Na, mal gucken, was er jetzt hier zu sagen hat. Wir hören uns das erstmal an. Ich hätte gedacht, dass meine bisherigen Errungenschaften für sich selbst sprechen und dass sie unangreifbar wären. Das sind ja auch. Aber ich hätte mir eigentlich denken können, wie sehr manche Leute zumindest versuchen werden, sie zunichte zu machen. Und er hat schon mal eine dicke Promoleistung nach oben bekommen. Jetzt haut er erstmal seine Phrasen hier raus, Alter. Seine 16 Bars. Ich will über jemanden hinten sprechen. Jemanden, der mein Talent in Frage stellt. Für wen hält sich dieser Spinner denn überhaupt? Wen hat er schon geschlagen? Was hat er denn schon erreicht, was ihm das Recht gibt, mich so anpissen zu wollen? Ich habe diesem Business alles gegeben und mir im Gegenzug auch alles verdient. Dieser Kerl ist nur aus Eigeninteresse dabei. Also John Cena macht gerade gut Welle. Guck mal, die Promoleistung, das steigt bei ihm. Ach du Kacke, Alter. Jetzt halt aber die Schnauze. Dieser Trottel ist unter meiner Würde. Doch er scheint das nicht, noch nicht zu wissen. Er versucht sich bei mir hochzuschlängeln. Ich schätze, es ist an der Zeit, ihn dahin zurückzuprügeln, wo er hingehört. Okay, El Rille Junior, du hast es so gewollt. Komm hier raus. Eieieiei. Der hat schon für gute Promo gesorgt, Alter. Eieiei. Guck doch mal unseren Balken da an, Alter. Einfach komplett auf Null. Das wird jetzt, glaube ich, echt schwierig werden, Leute, hier wieder rauszukommen aus der Höhle des Löwen, sage ich mal. Weil John Cena, Platz zu reden, einen, der eine Wertung hat von über 90, das ist, glaube ich, nicht so einfach. Aber wir versuchen jetzt mal unser Bestes, Leute. Ich hoffe, wir können jetzt ein bisschen hier unterkriegen. Es geht los. So, als ob ich dich hier reden lassen würde. Ich werde mich kurz fassen. Ich habe Gänsehaut. Bla, 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 Schnauze. Als ob ich dich hier reden lassen würde. Als ob ich dich hier reden lassen würde, ein bisschen Welle machen. Jawohl. Gerade als ich dachte, dieser Tag wäre schon schlimm genug. Nicht nur, dass ich den Weg in dieses Dreckskaff auf mich nehmen musste. Jetzt muss ich dich auch noch reden hören. Als ob ich dich hier reden lassen würde. Nicht solange ich da noch was dann ändern kann. Und glaub mir, ich kann da noch eine Menge dran ändern. Okay. John Cena, was hast du dazu zu sagen? Oh Gott. Entschuldigung, kannst du etwas lauter sprechen? Ich war so beschäftigt, mit der aufgeladenen Stimmung zu lauschen, dass ich das Gejammer aus deinem Mund nicht verstanden habe. Ganz im Ernst, es klingt, als ob du ein kleines Chor aus Hunden und einem Knorren winselst. Na los, sag deinen Text auf und dann bringen wir die Sache endlich hinter uns. Oh Gott, ich bin zum Kämpfen hier. Du freust dich nicht, mich zu sehen? Keinen Kratz des, was du zu sagen hast. Du weißt unser Business nicht zu schätzen. Ich bin zum Kämpfen hier, ja, Mann. Wir machen direkt eine fette Ansage. Ich bin zum Kämpfen hier. Was ist das denn? Wieso schlechte Wahl? Ich bin nicht hier, um bei einer Talkshow mitzumachen. Willst du den Kampf oder nicht? Denn von mir aus kann es sofort losgehen. Hol einen Ring, ich dann besorg eine Glocke, dann regeln wir dieses Ding. Eieiei, guck mal die Promoleistung an. Wie soll man gegen so einen ankommen, Alter? Klar. Hör mal, ich weiß, du versuchst wie ein kluger Kerl zu klingen und ich bin mir sicher, dass du auch ein Lob von der Authority kriegst, okay. Aber es gibt da einen großen Unterschied zwischen Worten und Taten und den werde ich jetzt mal direkt fortführen.
Ey Gott, er nimmt uns auseinander. Ich schau dich jetzt einfach auf der Stelle um. Du gehst mir schon lange genug auf den Geist. Ich will dir alles brechen. Ich kann dich nicht mehr ertragen. Ich will dir alles brechen. Sollen wir mal dicke Worte rauspacken? Komm, ich will dir alles brechen. Ich will dir alles brechen. Ich will dir die Nase, die Beine, die Finger, die Zähne, die Arme und den Hals brechen. Ich will so richtig alles an dir brechen. Nicht nur deinen Körper, sondern auch deinen Geist. Ich will dir den Garaus machen. Ich will, dass es dir für den Rest deines traurigen kleinen Lebens dreckig geht. Alter, ja, Leute, das ist schwierig. Was sollen wir hier antworten? Der nimmt uns mit seinen Worten auseinander, Alter. Das ist krank. Das ist einfach zu krank, was der hier macht, Alter. Guck mal. Deine barbarische Herausforderung beweist gar nichts, außer deiner unterlegenen Geisteshaltung und deiner mangelnden Geduld. Ich bin zuversichtlich, dass wir der Authority sprechen und einen Kampf zwischen uns arrangieren können. Aber es wird erst stattfinden, sobald ich entschieden habe, dass du dir die Chance verdient hast, gegen mich anzutreten. Halt die Fresse, Alter. Was für die Chance verdient hast? Ich gebe dir eine Bombe, dann liegst du. Was will der jetzt von uns? Oha, jetzt geht's aber los, Alter. Wir treten ihm voll in die Eier, Alter. Das war geil, Mann. Oha, es geht direkt los. Alter, aus dem Nichts. Ey, aber wer die Rivalität wird danach beendet, wird den sofort wieder zur Rede stellen, ne? Und die Eier lecken. Ich will den Pay-Per-View-Kampf. Ich will deinen Titel, John Cena. Komm her. Alter, richtig geil, Mann. Direkt ein bisschen Action, ja? Dann soll er jetzt mal seine... Der hat ja gerade so schön gesagt, er lässt keine Worte sprechen, er lässt Taten sprechen. Halt die Fresse, Alter. Was labert denn da hier? Kriegst du Taten von mir, dann werde ich doch, wenn du was drauf hast, ne? Bam. Oh, er kontert. Okay, okay, okay. Erstmal chillen, Leute. Aber die Frage ist, wir haben keinen Schiri hier. Das heißt, ich werde mir ja schön einen Baseballschläger schnappen und den blutig schlagen. Geh mal raus hier, Alter. Komm her. Ganz ehrlich, ey, wenn er so seine Töne hier zu spucken hat, dann kann ich auch mal hier schön in die Fresse schlagen. Hau den mal mit dem... Ey, El Rille, Alter. Manchmal fuckt der Typ mich so ab. Alter, der kontert auch noch. Nein. Hier. Bam, Junge, das war geil. Alter, was geht denn hier ab? Der Schiri ist auf einmal da. Wo kommt der Schiri denn her? Richtiger Undertaker. Kommt er da aus dem Ring raus, oder was? Kann doch nicht wahr sein. Komm, weiter, weiter. Okay, weiter. Ja, Leute, ich hoffe, das hat jetzt nichts Schlechtes für uns zu bedeuten. Aber hier eine Promo gegen den zu gewinnen, wie soll man das machen? Sag mir das. Auch wenn wir jetzt die besten Antworten getroffen haben, wir wären niemals an seiner Länge da dran gekommen. So, Leute, aber jetzt gibt es erstmal unseren ersten vernünftigen Kampf für heute. Nämlich gegen Finn Balor. Den werden wir natürlich versuchen, platt zu machen. Und hier kommt auch schon direkt El Rille Jr. mit seiner Lana in den Ring rein. Und ist bereit für seinen ersten Kampf gegen Finn Balor. Ein alter Rivale unseres Vaters, den wir auch schon öfter in einem Kampf bestritten, gewonnen haben. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, geht's jetzt los. So, komm her, Digga, komm her, jetzt geht's los. Bam, bam. Boah, ich liebe das einfach so drauf zu schlagen, zu treten. Der macht das richtig schnell, der Rille. Packt sich den, zack, laufen mal hin und her. Und dann kriegen wir einen dicken Konter von hier, von Layla. Genau, Leute, jetzt kann man hier wieder ein paar Sachen ganz gechillt ansprechen. Ja. Also mit Resident Evil, Alter, ey, meine Güte, ey. Ich werde da wahrscheinlich mit euch einen Pakt eingehen, Alter. Leute, ihr... Alles, wir machen einfach so, es wird an euch liegen, ob ich das Spiel bringen werde oder nicht. Oha, es geht denn hier ab, Mann? Ich werde einfach pro Folge sagen, ihr müsst eine gewisse Like-Zahl erreichen. Den Spaß, mal gucken. Aber ja, ich bin gespannt, wie viele es wirklich sehen wollen. Wie viele... Die Kommentare sind so zugestellt. Ich habe so Angst vor diesem scheiß verdammten Spiel, Mann. Ey, Horrorspiele, ey. Das ist das Schlimmste für mich überhaupt, ne? Vor allem, wenn ihr auch noch wollt, dass ich mit Headset zocke, dann ist vorbei, Alter. Mit Headset, ey, geh mal weg. Dann meintet ihr noch, ja, spiel das mit... Boah, Flying Dutchman, Alter! Ey, ihr meintet, mit Headset soll ich das spielen. Und VR-Brille. Ich habe keine VR-Brille, Leute. Ich hätte gern eine. Aber momentan läuft da keine Partnerschaft zwischen mir und Sony. Also, ja, ich habe die auch versucht zu erreichen, aber meldet sich leider keiner. Ich weiß ja nicht, vielleicht sieht das ja ein Sony-Mitarbeiter, dieses Video gerade hier. Würde mich sehr über eine gemeinsame Zusammenarbeit freuen mit Sony. Vor allem, weil ich Sony einfach richtig feiere, Alter. Und mein Fernseher ist auch von Sony, PlayStation von Sony ist meine Lieblingskonsole, deshalb wäre ich auf keinen Fall von einem Sponsoring abgeneigt, Leute. Ja, aber wir müssen uns das echt überlegen mit Resident Evil, ne? Also, ich werde es vielleicht machen, Mann. Also, The Walking Dead ist ja jetzt offiziell vorbei. Gestern kam ja das Finale online, das heißt, jetzt ist wieder Platz für ein neues Spiel. Und das wird dann eventuell jetzt Resident Evil sein. Und am 17. Februar... Da wird es dann losgehen wahrscheinlich mit The Walking Dead Season 3, die rauskommen wird. Da freut euch ja übertrieben drauf. Aber ja, Mann, Alter. Aber wenn ich daran denke, ey, ich fick mein Leben, Alter. Ich habe gar keinen Bock. Also Resident Evil, das Spiel, wird mich auseinandernehmen. Aber es wird auch lustig werden für euch. Für euch wird es definitiv lustig werden, ey. Ich überleg's mir, Leute. Also wenn ihr Glück habt, dann werdet ihr morgen von mir ein Resident Evil Let's Play sehen. Wenn ihr Glück habt. Ich weiß es nicht. Vielleicht.
Ich gehe mal nicht davon aus, weil so schnell das alles zu installieren und so wird knapp. Aber lasst euch mal einfach überraschen. Entweder werdet ihr sehen oder werdet Beyond Two Souls sehen oder Call of Duty oder GTA oder Battlefield. Schau ich einfach mal. Und ja, was gibt es sonst noch so Schönes zu besprechen? Boah. Ja, genau, das wollte ich noch sagen. Ich bin jetzt von nächste Woche Donnerstag, nächste Woche Freitag bis darauf die Woche Dienstag bin ich in London für ein paar Tage mit Stefan und einem Kollegen. Wir wollten uns mal die Stadt anschauen. Ich war letztes Jahr auch für einen Tag in London gewesen und da muss ich noch einen Vlog hochladen, der über ein Jahr her ist und den habe ich total vergessen, genauso wie die ganzen anderen Vlogs. Aber ja, bald wird ja mein eigener Kanal kommen, Feel Real. Wahrscheinlich, so werde ich ihn nennen. Und da werden dann auch die ganzen alten Vlogs, denke ich, hochgeladen, weil dann bewahre ich lieber für den Kanal auf, das Karnevals-Vlog, den Karnevals-Vlog und so weiter, alles, das wird dann da kommen. Nur ich muss noch schauen mit dem Konzept und sowas, dass ich da vernünftige Sachen bringe auf dem Kanal und nicht ohne Plan einen neuen Kanal starte. Genau, Streams müssen kommen, es stehen so viele Sachen an, meine Güte, Alter. Manchmal muss ich mir echt so einen schönen Plan machen, damit ich mir auch alles vornehme, was ich vorhabe. Alter, der richtig auseinander hier, der Ältere. Das ist aber ein spannender Kampf gerade irgendwie, ne? Leben ist ziemlich ausgeglichen. Egal, jetzt muss das mein Signature. Boah, was ist das denn? Geiler Signature. Komm, jetzt machen wir mal einen Finisher von draußen. Mal gucken, was wir da als Finisher draußen drin haben. Das weiß ich nämlich gar nicht. Wir haben draußen einen anderen Finisher als drinne. Ja, das war unser Finisher. Der gerade schöne Konter wurde. Und jetzt hat der Finisher. Digga, wir müssen mal in den Ring rein, ne? Nicht, dass wir gleich ausgezählt werden. Lana, mach mal ein bisschen Stress hier. Wir sind schon bei 4. Digga, der Rille wird niemals aufstehen gleich. Hallo. Doch, er steht auf. Geh mal weg, wir gehen jetzt mal schön in den Ring rein. Meine Güte. Bam! Puh. Und direkt haut er wieder raus hier, Alter. Komm her. Ja, super. Geil, Elrille. Geh doch mal hier komplett hoch. Digga, willst du mich verarschen? Manchmal. Ey, da könnte ich echt durchdrehen bei dem Spiel. Ne? Guck mal, ich gehe in die Ecke. Geh komplett hoch. Komplett. Ey, komplett. Ey, weil er keine Ausdauer hat, oder was? Komm, jetzt laden wir Ausdauer auf. Die ist aufgeladen. Ey, egal. Jetzt soll er herkommen. Komm her. Hä? Was ist das denn, Alter? Richtig komischer Sprung hier. Wir müssen aufpassen. Er hat noch einen Finisher. Aber hat auch nicht mehr so viel Leben. Ich denke mal, ein Signature oder ein Finisher, dann wird es gewesen sein für ihn. Ich werde auf jeden Fall danach noch einen Kampf machen, Leute. Keine Sorge. Und ein paar haben geschrieben, ja, warum sind die WWE-Folgen immer so kurz? Die sind eigentlich gar nicht so kurz, Leute. Ich nehme meistens immer eine halbe Stunde auf und schneide euch das dann zurecht. Weil hier sind so viele Sachen immer die ganze Zeit am Laden und alles. Und ich zeige euch natürlich alles da nicht, weil... Ich kann euch ja nicht schlecht zeigen, wie das Spiel ja 5 Minuten am Laden ist und so. Also ich sitze ja schon an so einem Video manchmal 40 Minuten dran, obwohl das Video nur 20 Minuten geht. Weil ich schneide euch immer alles zusammen. Ich bin kein YouTuber, der alles One-Tape macht. Also bin ich nicht, weil ich stecke Arbeit in meine Videos rein, Alter. Ohne Spaß. Weil zum Beispiel, bestes Beispiel bei so Spielen wie... Oh, das ist ein Finisher, war das? Er ist mir gar nicht aufgefallen, ich habe den jetzt nicht gekontert. Jetzt verlieren wir wahrscheinlich diesen Kampf. Laman, Lana, Alter, oh mein Gott. Oh mein Gott, ich feiere sie des Todes. Boah, Digga, mein Hals, ey, voll Husten gerade bekommen. Eieiei, Lana, richtig korrekt, Mann, richtig korrekt von ihr. Die hat uns, glaube ich, diesen Kampf gerettet, Leute. Irgendwas im Hals, Mann, fuck mich das ab. Ich glaube, wir haben noch ein Signature von der Ecke hier. Dreh mal um, jawohl. Guck mal jetzt. Unser Signature von der Ecke, der ist richtig geil. Feier ich sowas von übertrieben. Guck mal jetzt. Boah, Junge, wie geil, ey. Und jetzt der geladene Finish. Das müsste der Jackhammer sein von Goldberg. Den feiert ihr richtig, diesen Move. Ist er das oder nicht? Ja, müsste er sein. Guck mal jetzt hier. Zack. Und das ist sein Ende, Alter. Nur wegen Lana. Sonst hätte man wahrscheinlich verloren. Boah, was ein Move hier. Und das ist das Ende von Finn Balor, Leute. Das muss das Ende sein. Das muss das Ende sein. Shiri, komm schon. 1, 2, 3, sauber, Mann. Danke, Lana. So, mal gucken. Was? Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Alter. Der Titelkampf steht ja schon jetzt an. Ey. Okay, Leute. Jetzt heißt es alles oder nichts. Ich will diesen Scheiß-Titel jetzt hier gewinnen, Alter. Wir werden jetzt diesen Kampf noch zeigen, Leute. Weil ihr euch ja beschwert habt, die Folgen sind zu kurz. Weil ich mache das jetzt nicht auf die nächste Folge, sondern wir werden das jetzt diese Folge sehen. Den Payback-Kampf, Titelkampf gegen John Cena.
seid gespannt, Leute. Jetzt wird's losgehen. Davor werde ich aber überall nochmal schön die Kategorie um einen Balken verbessern, damit wir hier auch genug Power haben, gegen John Cena anzutreten, Alter. Wir haben jetzt bisher eine Gesamtwertung von 89, vielleicht kommen wir ja noch auf die 90, das wird knapp werden. Ne, leider nicht mehr auf die 90, aber 89 sind schon mal top. Und ja, jetzt geht's ran beim Titelkampf gegen John Cena, Leute. Seid gespannt, Alter. Becoming a WWE Champion is the ultimate expression of success in sports entertainment. How will you seek championship glory? Will you find success early in your career? Sami Zayn, he is NXT Champion! Or will you seek allies in your hunt for the gold? The ultimate prize, the WWE World Heavyweight Championship, is the hardest to obtain. So when the opportunity arises, don't squander it. Triple H is a 14-time champion! And be prepared to do whatever it takes to win. Rise with the heist of the century! That is the most dominating performance I have ever seen. Boah, wie krank, Mann! Becoming the WWE World Heavyweight Champion cements your place in WWE history and is an important step in building a Hall of Fame career. Ja, Leute, und jetzt geht's los, Alter. Mann, bin ich heiß! So, Leute, wir sind auf dem Weg, Großes zu schaffen. You win that. And everyone will see you differently. Potential is a thing of the past. You'll have a target on your back and you will be defined by your ability to dominate in spite of that. Good luck. Ja, Mann, Alter. Jetzt geht's los. Boah, fuck, man merkt die Nervosität an. Boah, guckt euch das an. United States Championship. Ey, Junge, Junge, jetzt wird's abgehen. Scheiße, beide gucken sich an. El Rille sieht ziemlich angespannt aus. Er ist, glaube ich, mega nervös, Mann. Er ist richtig nervös. John Cenas Blick, was verrät der uns, ob er... Ja, er ist heiß, man merkt es ihm an. Und ja, Leute, jetzt heißt es alles oder nichts. Ich will den Titel haben. Komm her, Alter, bam. Okay, Leute, ich werde mich jetzt nur auf diesen Kampf konzentrieren. Ich werde jetzt nicht so viel reden, also über andere Themen oder sonst irgendwas, sondern mich einfach nur auf diesen Kampf hier konzentrieren. Fucking sauber. Boah, Junge, jetzt geht's aber richtig los. Komm, wie schnell dieser Kampf gerade hier ist. Hin und her hier gerade, zack. Boah, Junge, Alter, so muss ein Kampf starten. Also ich werde auf jeden Fall versuchen, einen kurzen Prozess zu machen. Für mich muss das kein spannender Kampf werden. Es muss einfach nur ein Sieg werden für uns. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein einfacher Kampf werden wird, Leute. Weil es ist ein Titelkampf, es ist auf der höchsten Schwierigkeit eingestellt. Deshalb, John Cena wird noch bestimmt zurückkommen. So wie jetzt. Ja, er hat gekontert. Okay, wir müssen echt aufpassen, Mann. Wir müssen echt aufpassen. Das war auf jeden Fall schon mal ein guter Start hier. Oh nein, das ist so schwierig, wenn der uns immer von hier angreift zu kontern, ne? Das ist echt schwer. Guck mal, ich drücke zu früh oder zu spät hier. Wir sollen es mal aufheben. Ja. Guck mal, wie schaden der uns einfach zufügt. Wir entkommen mal kurz hier. Oder wir haben gekontert, noch besser. So, sauber. Arschbombe in deine Fresse, Alter. Ikea-Tisch-Lifestyle. Oh, oh, oh. Boah, dieser Kick und der Kontert, Alter. Ey, das wird so schwer werden. Ich merke es jetzt schon. Das wird so schwer werden. Das wird so fucking schwer werden. Ey, wir müssen richtig konzentriert an die Sache rangehen. Kann er noch einmal kontern, Leute. Dann ist vorbei mit ihm. Deshalb schön auf seinen Arm hier. Alles versuchen, Platz zu machen, was es geht hier. Oh, das tut wohl weh, ne, John Cena? Hier, kriegst du an deinen anderen Arm was? Komm her, pack ihn dir. Oh nein, er kontert. Immer wenn diese Bewegung kommt, dann kontert er. Fuck, Alter, was für ein schneller Kampf das hier gerade ist, ne? Das ist echt nicht mehr normal. Ey, das ist so schwierig, ich sag's euch, ne? Zu kontern im richtigen Timing. Guck mal. Ey, der macht das extra, der Vogel. Der macht das richtig extra. Ja klar, Alter, auf einmal aus dem Nichts kommt da so ein Move von dem. Ja, klar, Alter, klar. Verpiss dich, ey. Ja, Pinfall ist ja richtig motiviert, ey. Der ist ja richtig motiviert, aber egal, das bringt uns nur Prozente für unseren Signature. Ey, Lana, mach mal was, Alter. Die sollen mal jetzt hier was machen, Mann. Jetzt haben wir schon wieder gleiches Leben, Alter. Wie schnell. Zu früh. Also, das ist John Cenas Stärke, uns im anzugreifen. Okay, guck mal, jetzt oben zu kontern ist viel einfacher. Hier, siehst du? Direkt geschafft zu kontern. Warum zweimal kontern, Alter? Habt ihr es gesehen? Aber ich hab's geschafft. Signature ist da. Bam, Junge, was ein Move hier. Boah, was ein Hin und Her gerade hier, Alter. Bin richtig nervös vor diesem Kampf hier, Leute. Ich will ihn auf keinen Fall verlieren, auf keinen Fall. Weil sonst müssen wir alles wieder von neu machen. Da habe ich gar keinen Bock drauf, erstens. Und zweitens müssen wir diesen Sieg hier einfach holen. Komm, pack den Signature aus. Zack, bam, Junge. Sauber, sauber, jetzt der Finisher. Ich hoffe, der kommt an, aber ich weiß einfach, dass er denn jetzt kontern wird, Alter. 100%. Ja,
Wie gesagt, erst Signal Finisher. Oh nein. Boah, wir kontern. Nein! Scheiße, Alter! Man musste doppelt kontern. Alter, fuck, Mann, ist das schwierig, ey. Er hat einfach seinen Finisher gemacht. Jetzt macht er wieder diese Bodenangriffe, Alter. Nein, 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 das sieht gar nicht gut aus, Leute. Ich habe gleich eine Idee. Wir werden gleich versuchen, erstmal ein bisschen rauszugehen. Ach du Scheiße, Alter. Das ist so schwer. Es ist so schwer, Leute. Krank, Alter, krank. Wir haben gekontert, habt ihr es gesehen? Wir haben gekontert. Jetzt haben wir den gebumst, Alter, hier. Ah, in deinen Rücken rein. Wir müssen versuchen, draußen weiter zu kämpfen, weil nicht, dass er gleich durch irgendeine Attacke uns hier pinfolgt oder sonst irgendwas. Aber er ist momentan noch nicht so weit, deshalb können wir erstmal drinnen bleiben. So, das war eine gute Kombi, Alter. Boah, Leute, Alter, dieser Kampf, ne? Beide gleiches Leben ungefähr. Kopf an Kopf rennen hier. So stelle ich mir einen Titelkampf vor, nicht anders. Bam, Alter, wieder der nächste Kick in deine Fresse. Jetzt geh mal hoch hier. Komm, schneller, 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 schneller. Warum geht der raus hier? Der soll doch hochgehen. Digga, Alter, manchmal checke ich den Enrille nicht, ne? Dann packt jetzt John Cena von hinten. Er darf nur nicht kontern, er darf nur nicht kontern, bitte nicht. Jawohl. Zack. Ey, der hat aber Comeback, Alter. Comeback ist nie gut bei John Cena. Wenn er das anwendet, dann wird's kritisch. Wir dürfen ihn gar nicht dazu kommen lassen. Das ist das Beste. Jawohl, jawohl. Vielleicht reicht sogar gleich ein Signature und Finisher, wenn der ankommt. Ich weiß nicht, aber er wird jetzt erstmal kontern. Und jetzt wird er sein Comeback bestimmt aktivieren. Ich kann meinen Arsch drauf wenden. Aber schnell, schnell, schnell. Alter, was der kontert, Mann! Ja, klar, wenn der pinvoll ankommt, jawohl, Signature ist da. Bloß kein Comeback machen. Ey, der gibt mir so auf die Eier, der John Cena, ne? Der gibt mir richtig auf die Eier gerade. Was, wir bluten? Ey, wie schnell bluten wir denn, Mann? Wir müssen jetzt schnellstens aus dem Ring raus, Leute. Schnellstens. Oder ne, wir machen erstmal unseren Signature. Komm, 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 er darf jetzt nur nicht kontern. Jawohl, der kommt an, der muss ankommen, der muss ankommen. Bitte, bitte, mach ihn, mach ihn. Jawohl, jawohl. Bam, Junge. Und jetzt, zweiter Versuch für den geladenen Finisher, Alter. Diesmal muss der ankommen, er muss ankommen. Vielleicht wird es sogar sein Ende sein. Man munkelt. Ich glaube aber eher nicht, Mann. Ich glaube nicht. Das wäre zu einfach. Er darf nicht kontern. Jawohl, er kontert nicht, er kontert nicht. Vielleicht, Leute, vielleicht kann es das Ende sein. Aber ich bezweifle es, ich bezweifle es. Komm, komm, jetzt der Pinfall, jetzt der Pinfall, jetzt der Pinfall. Wir müssen es riskieren, Alter. Auch wenn er dadurch 15% bekommt, wir riskieren. One, two. Ja, war klar. Es war klar. Und jetzt ist für mich der Zeitpunkt gekommen, aus dem Ring zu gehen. Aber sowas von. Er wird uns gleich versuchen. Ja, guck, ich hab's gewusst. Oh nein, jetzt macht er sein Comeback, Alter. Oh nein, Alter. Oh nein, ey. Oh nein. Alter, der zerfickt uns ja gerade. Richtig ohne Ende. Der hat schon 103%. Ey, der hat jetzt gleich sein Signature. Jawohl, jawohl. Das war wichtig, Alter. Jetzt pack ihn wieder und schmeiß ihn einfach aus dem Ring raus. Man, wir müssen draußen erstmal weiterkämpfen, um Energie zu sparen. Jawohl, jawohl. Schön kopflos und jetzt. Genau so wollte ich das sehen. Bam. Vielleicht können wir durch Auszählen gewinnen. Aber nein, ich will keinen Titelkampf durch Auszählen gewinnen, Alter. Auf keinen Fall. Das wäre mir zu peinlich. Digga, der hat schon sein Signature, Alter. Das sieht einfach überhaupt nicht gut aus für uns, ne? Aber der hat fast kein Leben, Alter. Ich bin mir zu 100% sicher. Ein Signature, ein Finisher. Dann ist es das Ende. Aber ich bin so nervös. Ich habe gerade gar kein Timing-Gefühl richtig, Mann. Fürs Kontern und allem. Jawohl, jawohl. Der Move war wichtig. So, jetzt gehen wir... Ey, steh auf, hallo! Was? Digga, ist das gerade sein verfickter Ernst, Alter? Steh doch auf! Ey, ey, ey. Rein, rein, rein. Ey, vielleicht gewinnen wir durch Auszählung, Leute. Vielleicht gewinnen wir durch Auszählung. Das ist seine eigene Schuld. Vielleicht gewinnen wir durch Auszählung. Titel erfolgreich verteidigt. Gewinner durch Auszählen? Wie verteidigt man? Haben wir jetzt den Titel oder nicht? Was heißt das hier, Alter? Ich habe keine Ahnung, Mann. Aber wir haben durch Auszählen gewonnen. Was soll ich machen? Wir haben es geschafft. Ich weiß es nicht, Mann. Sind wir jetzt der neue Titelverteidiger oder nicht, Leute? Jawohl. Jawohl. Wir haben ihn. Ey, krank, Mann. There might be something special about you after all. Keep it up, kid. And you might find yourself as the next big thing. Wir haben es geschafft, Alter. Auch wenn es nicht durch Pinfall war, ist mir im Endeffekt scheißegal. Wir haben den Kampf gewonnen
und haben den Titel. Guckt ihn euch mal an, wie stolz und böse er guckt zugleich. Sauber, Mann. So, mal gucken, was jetzt auf uns warten mit dir. SmackDown interessiert mich jetzt überhaupt null. Manchmal endet eine Rivalität nicht bei einem Pay-Per-View. Hitzige Rivalitäten können sich über mehrere Monate und über mehrere Pay-Per-Views erstrecken. Okay. Handicap 1 gegen 3? Okay, da willst du jetzt richtig wissen, Leute. Ja, wir haben jetzt den Titel, sind somit Titelverteidiger. Ey, meine Güte. Was? Warum hat denn hier... Warte mal, warum hat denn John Cena noch den Titel? Hä? Beitreten? In der aktuellen Rangliste bleiben? Gewonnen hast? Da willst du mich verarschen? Ich klicke hier drauf. Kannst du andere Championships angehen? Was? Ey, was ist das denn für eine Kacke jetzt hier, Alter? Erklärt mir das mal jemand. Meine Fresse, Alter. Ey. Kann doch nicht sein, dass man den Titel nicht bekommt, wenn man durch Auszählen gewinnt. Ey, das kann doch nicht sein, dass es so eine Regel gibt. Weil ich habe euren Kommentar gelesen. Der hatte 300 Likes. Du musst nicht die Rivalität gewinnen. Es reicht, wenn du das Pay-Per-View gewinnst. Und das haben wir gerade gewonnen. Er hat zwar mehr Rivalenpunkte als wir. Erklärt's mir, Leute, Alter. Ich verstehe es nicht. Zieht sich die Rivalität jetzt nochmal weiter in die Länge? Man weiß es nicht, Leute. Ich bin gespannt, Alter. Schreibt's mir in die Kommentare rein. Wir haben auf jeden Fall noch nicht den Titel. Das kann nicht sein, Alter. Ja, wir lassen uns überraschen. Schreibt mal eure Sachen in die Kommentare rein. Heute mal eine etwas längere Folge. Später kommt noch Heavy Rain. Euer Önis raus. Macht's gut. Haut rein. Ich will ja die 10.000 Likes sehen mal wieder nach langer Zeit. Haut rein. Und ciao.